Zum Thema begrüße ich recht herzlich im Studio Philipp Amthor von der CDU, Innenexperte der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Und wenn man das so hört und liest am heutigen Tag, Herr Amthor, und damit willkommen bei Welt, da fühlt man sich so ein bisschen vorgeführt, belächelt, ja fast ausgelacht. Ja, es ist ein skandalöser Vorgang und alle Empörung darüber ist auch völlig berechtigt. Es kann doch nicht sein, dass so ein Clan-Chef hier versucht, den Rechtsstaat an der Nase herumzuführen. Und die Antwort muss klar sein, Härte, das ist jetzt notwendig. Die Bremer Behörden müssen alles dafür tun. Ich finde es richtig, dass er sofort jetzt in Abschiebehaft genommen wurde und die Abschiebung muss natürlich schnellstmöglich durchgeführt werden. Und im Übrigen verwirklicht er hier auch einen Straftatbestand, eine illegale Einreise trotz verhängten Einreiseverbots ist natürlich strafbewehrt und deswegen muss er jetzt auch die volle Härte des Rechtsstaats bekommen. Gleichzeitig ist aber auch klar, das ganze Thema hat natürlich mehrere Dimensionen. Es zeigt, natürlich gibt es Missbrauchsmöglichkeiten des Asylrechts, so wie es hier ist. Dieser Clan-Chef, der beantragt doch wirklich nur Asyl, um unseren Rechtsstaat an der Nase herumzuführen. Da muss es dann auch klare Konsequenzen geben, dass wir das nicht akzeptieren. Damit sagen Sie, dass grundsätzlich möglicherweise etwas falsch ist am deutschen Asylrecht. Was? Und was muss geändert werden? Schnellstens. Also wir sind in der Situation jetzt, dass man sagen muss, wir haben viel getan in Clankriminalität, auch beim Thema Grenzschutz. Aber wir sehen, und das zeigt dieser Fall sehr deutlich, dass insbesondere der EU-Außengrenzschutz nicht funktioniert. Diese Einreisesperre wurde schengenweit verhängt. Also wenn er irgendwo in Europa kontrolliert worden wäre, hätte er schon dort im Prinzip an der Einreise gehindert werden müssen. Hier sehen wir, dass der Grenzschutz nicht funktioniert. Wir sind übereingekommen, dass wir eben nicht Schlagbäume an allen unseren deutschen Grenzen wollen. Aber ich glaube, eines muss klar sein, die Diskussion, die CDU immer wieder geführt hat, auch darüber, dass wir verstärkt Schleierfahndungen und Grenzkontrollen auch mit einem intelligenten Grenzmanagement an unseren Binnengrenzen machen müssen. Das ist notwendig, aber vor allem muss auch der EU-Außengrenzenschutz verbessert werden. Denn solch eine Situation, das hätte man nur verhindern können, indem man ihn früher kontrolliert und aufgreift. Herr Amthor, Sie reden gerade über das große Ganze. Ich möchte noch mal beim Kleinen, nämlich bei Deutschland bleiben. Folgender Fakt ist, bis zum 2. Dezember sitzt er erstmal in Abschiebehaft, Herr Miri. Außerdem haben Sie gerade schon gesagt, Straftatbestand der illegalen Einreise. Möglicherweise gibt es ein Verfahren. Das sind wieder Zeiträume, in denen letztendlich dieser Mann, dieser verurteilte Mann sich in Deutschland aufhält und er trotzdem ganze Behörden, ganze Gerichte beschäftigt, die dann erstmal klären müssen, was ist Recht, was ist Ordnung und können wir tun, was wir tun wollen. Ja, in der Tat ist das natürlich eine nicht gute Situation. Für uns ist klar, und das zeigt dieser Fall sehr, sehr deutlich, wir sind mit unserem Rechtsstaat natürlich tolerant gegenüber Menschen, die im Traum nicht daran denken, uns gegenüber tolerant zu sein. Herr Miri nutzt hier natürlich alle Tricks aus und deswegen ist es schon auch wichtig, dass wir diese Missbrauchsgefahren immer wieder stärker auch ansprechen, gerade auch im Asylverfahren und in ausländerrechtlichen Verfahren. Ich will aber auch daran erinnern, als etwa Alexander Dobrindt mal die Diskussion angestoßen hat, über Einschränkungen im Rechtsschutz von offensichtlichen Missbrauchsfällen, dann stand er auch stark in der Kritik. Also beides zusammen geht dann auch nicht. Man kann nicht auf der einen Seite für harte Asylpolitik kritisieren und dann gleichzeitig sagen, so ein Fall wie der von Herrn Miri darf nicht vorkommen. Da muss man dann auch akzeptieren, dass es gesellschaftlichen Rückhalt dafür braucht, dass wir hier Missbrauchsmaßnahmen stärker einschränken. Weil Sie gesellschaftlichen Rückhalt ansprechen, das, was wir da momentan erleben, das ist natürlich Futter für die, die mit einfachen Parolen den Anhängern versprechen, ein sauberes Deutschland, ein schnelles, sauberes Deutschland. Ja, das sind natürlich an vielen Stellen Worthülsen und ich sage Ihnen, wenn die AfD jetzt hätte entscheiden können, hätte sich an diesem Fall nichts geändert. Wie hätte man den Fall letztlich komplett verhindern können? Effektiv nur dadurch, dass man den Außengrenzenschutz verändert hätte und dass der effektiv funktioniert. Da sind wir aber auch auf Mitwirkung unserer europäischen Partner angewiesen, dass an vielen Stellen nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen. Deswegen muss es aber so sein, dass wir die Priorität jetzt auf einen funktionierenden Außengrenzenschutz legen. Denn dieser Fall von Herrn Miri zeigt sehr deutlich, dass das nicht funktioniert hat. Philipp Amthor, danke für das Gespräch. Dankeschön. Herzlichen Dank.